Ich grüße euch. Hier habe ich mir mal was bisschen Untypisches für mich gekauft. Normalerweise kaufe ich mir ja immer Messer und Bluetooth-Lautsprecher und irgendwelchen nerdigen Kram und DVDs und jetzt wollte ich Blu-rays extra auffüllen und Actionfiguren und was auch immer. Aber ich habe mir gedacht, ich müsste mal ein bisschen Sport treiben. Im Alter muss man ja auch mal wieder ein bisschen aktiver werden. Und da habe ich mir einfach mal ein paar Fußballschuhe bestellt. Wenn ich mich so an meine Jugendzeit erinnere, wo die Dinger richtig Kohle gekostet haben. Und meine Eltern immer richtig die Taschen aufmachen mussten. Da wundere ich mich wirklich, was heutzutage Fußballschuhe kosten. Weil diese Fußballschuhe, gut, das ist jetzt nur für so einen werdenden Hobbykicker wie mich, reichen die Dinger, denke ich mal, massig aus. Das sind Puma Evo Speed 4.4, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Puma Evo Speed 4.4, ja. Ich weiß nicht mal, wofür das 4.4 steht. Aber die kosten heutzutage einfach mal gar nichts mehr. Ich habe da bezahlt, keine Ahnung, auf jeden Fall unter 20 Euro. 40 Mark für ein paar Fußballschuhe finde ich vollkommen okay. Und auch die Verarbeitung her finde ich Evo Speed 4. Auch die Verarbeitung her finde ich ganz okay. Da muss man nichts sagen. Die werden auch nicht ewig halten, das weiß ich jetzt schon. Gerade wenn ich Specki da reinsteige und mit meinem Gewicht die Dinger belaste. Aber ich finde, die sehen eigentlich vom Design her, finde ich, die sehen die ganz gut aus. Gut, das Gelb ist jetzt nicht gerade meins, aber ich habe mir gedacht, scheißegal, nehmen wir einfach Puma. Ich weiß nicht, ob das noch so qualitativ hochwertig ist, wie es früher war. Aber vom ersten Eindruck her sehen die Dinger ganz gut aus. Müsste man jetzt mal mit kicken. Werde ich auch die Tage mal machen, weil es geht nicht anders. Habe ich sie mir geholt, das passt schon. So, hier sieht er den zweiten, er sieht einfach mal genauso aus. Und aber ja, auch von den Nähten her, es ist okay für den Preis, wenn ich bedenke, dass ich früher, keine Ahnung, 140 Mark oder 90 Euro oder so für Fußballschuhe bezahlt habe, als ich noch gespielt habe, finde ich, sind 20 Euro okay. Und wenn die ein bisschen halten, dann ist es, dann kann man die auch gelegentlich einfach mal austauschen, ne? Jetzt habt ihr die Dinger mal gesehen. Ihr könnt mir ja unter mein Video schreiben, was ihr von diesen Evo Speed Teilen haltet. Wie heißen die jetzt eigentlich denn richtig? Evo Speed 4.4 FG. Kein Plan, wofür irgendwas davon steht. Aber ja. Wie gesagt, ich werde euch die Teile verlinken. Wünsche euch. Nein, Quatsch. Lasst mir einfach einen Kommentar da, lasst mir einen Daumen hoch da oder einen Daumen runter. Ich wünsche euch noch einen erquickenden Tag. Bis denn dann, ciao.